Ein herzliches Willkommen zurück bei Force of Nature. Wir setzen heute unser Spiel fort, das wir gestern beendet haben. Wir haben gerade mal 24 Minuten. Nicht wundern wegen dem Datum. Ich habe aus Versehen schon anfangen wollen, habe aber vergessen, die Aufnahme zu starten, so wie es halt immer wieder passiert. So. Okay, man fängt also wieder am Strand an. Ist natürlich die Frage, ob das immer so ist. So, unser Feuerchen, das brennt noch von gestern. Hallo Feuer. So, jetzt, wir hatten ja Aufgaben. Und zwar weitere Werkzeuge, glühende Asche und Grabstock. Glühende Asche sollte man herstellen aus... Moment, da muss ich auf das Lagerfeuer gehen. Rezepte, glühende Asche aus dem Stock. Genau, dann tun wir doch das einmal her. Auswählen, dann haben wir unsere neuen glühende Asche. Wir gehen noch mal ins nächste. Stell dir einen Grabstock her. Grabstock. Der Grabstock kann verwendet werden, neue Rohstoffe zu gewinnen. Schließen. So, wo kann ich das herstellen? Hier, Grabstock. Okay. Und irgendein Messer. Dann tun wir doch das auch mal herstellen. Was ist das? Steinsplitter. Ändert Fertigungsgeschwindigkeit. -50%. Ist das dann ein Stein? Herstellungsdauer bezüglich des ausgewählten Werkzeugs 30 Sekunden. Na komm, dann stellen wir doch das mal her. Das ist auch bald soweit. Dann gehen wir auf nochmal auf C. Wir sollen ja noch... Moment. Weitere Werkzeuge. Eine Steinaxt, Steinspitzhacke, Baumstamm, Stein. Also als erstes sollten wir uns dann demnach eine Steinaxt herstellen. Die Asche haben wir hergestellt. Alles nehmen. So, und nimm alles. Den Grabstock haben wir erledigt. Moment, hier mal auf Abbrechen. Dann nimm alles. Dann brauchen wir die Steinaxt. Dazu brauchen wir Stockseil, Steinsplitter, irgendein Messer. Ich habe genug, also auswählen. Okay. Ja, Steinmesser. Ach so, ja. Genau, so. Ein bisschen komplex das Ganze, aber finde ich sehr gut. Spricht mich auf jeden Fall wirklich sehr an, das Game. So, ich warte jetzt einfach mal das hier ab, ne, dass ich jetzt durcheinander komme. Ist ja eh gleich erledigt. Yep, nimm alles. Ich nehme an, dass ich diese Steinaxt auch... jawohl, ausrüsten kann. Perfekt. So, dann schauen wir noch mal, was noch. Grabstock, glühende Asche. Okay, weitere Werkzeuge. Wir brauchen noch eine Steinspitzhacke. Steinspitzhacke, was brauchen wir dazu? Wir brauchen noch ein Seil. Dann stellen wir uns noch ein Seil her. Haben wir genug? Nein, wir haben nicht genug Palmwedel. Gehen wir raus aus dem Menü. Dann müssen wir uns jetzt... Kann man die... jetzt auch niederschlagen oder nicht? So, kleine Sekunde Pause. Ja, und da weiß man dann auch, warum viele YouTuber nachtaktive Wesen sind. Dann wird man wenigstens nicht von Telefon oder von sonst irgendwas genervt. So, jetzt stellen wir mal das Seil her. Ich stelle am besten, wenn es möglich ist, gleich mehrere her, weil die Palmwedel bringen mir ja sonst gar nichts. Sorry. Nimm alles. Schließen. Was haben wir noch? So, cool. Wir wollten herstellen eine Steinspitzhacke. Und wir haben jetzt alles genug. Auswählen einmal. Das dauert ein bisschen. So, dann gucken wir nochmal. Was müssen wir noch herstellen? 10-mal Baumstamm. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal Holz hacken. Jo, sieht man da... Nee. Man sieht eigentlich nicht, wie lang ich da drauf hacken muss. Ah. Bis das gefällt ist. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal.
Fünfmal. Sechsmal braucht. Okay, und es reicht, wenn man einfach nur die linke Maustaste drückt und hält. Man braucht also nicht die ganze Zeit draufklicken, sondern man hält einfach. Das finde ich schon mal gut. Oh. Was ich auch gut finde, ist, dass das zwischenspeichert. Also wir können uns hier auf jeden Fall gut Platz machen. Also mir gefällt die Art und Weise des Spiels, dass man sich eben hier auch Platz machen kann, um dann später andere Bauwerke noch zu errichten. So, mal ganz kurz schauen. Wir haben jetzt, oh, 15 mittlerweile. Jetzt gucke ich mal noch, dass ich Steine finde. Mal schön Space halten, aber die ganze Zeit Space halten ist auch nichts. Ach klar, wir haben ja da die Felsen. Dann müsste man eigentlich nur... Das probiere ich jetzt mal. So. Inventar. Wir haben doch diese Steinspitzhacke. Achso, die habe ich ja noch nicht geholt. Naja. Halt, da muss ich ja nicht aufs Lagerfeuer, sondern ich muss einfach nur daher. Nimm alles. Schließen. So, und die Steinspitzhacke müsste ich doch jetzt hier auf den Einser-Slot kriegen. Ja, perfekt. Und die dann auch auf den Zweier-Slot. Okay. Eins, zwei. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, dann lass uns mal probieren. Also auch hier einfach nur halten. Und damit fliegen die Steine nur so durch die Gegend. Ich schätze, der ist auch irgendwann weg. Dreimal haben wir schon. Das Schöne ist mal kurz auf. Yes. Aber den möchte ich jetzt auch noch zerlegen. So, Ausdauer sinkt. Was sinkt sie denn? Das Lied von der Müdigkeit wahrscheinlich. Nicht genug Ausdauer ist etwas. Ja, das probieren wir jetzt mal. Inventory. Wir essen doch jetzt mal hier eine Banane. Wie isst man das eigentlich? Okay, nehmen wir mal eine. Muss ich das auf mich ziehen? Nein, muss ich nicht. Wie isst man das? Benutze. Ah, korrekt. Okay. Plus 7 in 10 Sekunden. Plus 10 in 10 Sekunden. Weizen geht gar nichts. Plus 12. Ja, nicht schlecht. Es hat jedenfalls... Also man kann... Man muss warten. Man kann jetzt nicht irgendwie hier alles Mögliche reinschmeißen. Sondern man muss warten, bis hier unten Löffel und Gabel verballert sind. Gehen wir nochmal raus. Yes, und damit haben wir alles eingesammelt, was es zum Einsammeln gab. Cool. Also wir haben weitere Werkzeuge gemacht. Gehen nochmal auf Auflisten. Grabe nach Sand, Lehm und Erde. Okay, jeweils 5. Hinweis, du musst den Grabstock nehmen, dich auf den richtigen Boden stellen und anfangen zu graben. Linke Maustaste drücken. Hinweis, Bodenarten, Sand, Lehm, Erde. Okay, also den Grabstock, den tue ich dann natürlich mal auf den Dreier-Slot. Raus hier. Ich gehe aber hier ein bisschen... Na gut, wir müssen ja sowieso ein bisschen zum Strand gehen, weil wir ja Sand brauchen. So. Und er buddelt und buddelt. 2, 3, 4 und 5. Okay, das geht ja richtig schön. Und wir machen keine Löcher. Einmal. So. Nichts rausgekommen. Okay, da kommt anscheinend nichts mehr raus. Aber keine Ahnung, was das jetzt war. Dann gehen wir doch nochmal daher. Anscheinend ist es bei der Erde nicht so leicht wie beim Sand. Dann wandern wir halt ein bisschen. Was habe ich jetzt daraus?
Einen Wurm. Für was auch immer das ist, auf I. Also Ton zweimal, Erde einmal. Wir haben was? Eisenerz? Auch nicht schlecht. Stein haben wir 14 Mal. Wurm, dich packe ich mal hier hin. Sand 6 Mal. Okay, das heißt, wir haben noch 3 Ton und 4 Erde. Da kommt anscheinend nichts raus. Doch. Dann gehen wir doch mal dahin. Nochmal einen Wurm. Also wenn ich Space halte, dann kann ich nicht buddeln. Ja, das Buddeln ist ein wenig langwierig, würde ich jetzt sagen. Aber wir hinterlassen keine Löcher, das ist doch auch schon mal gut. Und ein Stück wieder vor. Wieder einen Wurm. Ah, okay, das ist Ton. Da haben wir Erdbeeren, die wir sammeln. Mal schauen, wie lange es dauert, bis wir das alles zusammen haben. Inventar, Sand, Erde, Tonhammer. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Erde. Oh, was liegt da vorne? Ist das eine Kokosnuss? Palmwedel, Palmwedel, Kokosnuss, yes. Sammeln wir noch alles ein. Erde sollten wir ja hier haben. Ton. Okay, dann gehen wir mal hier ein kleines Stück in den Wald. Was haben wir hier? Nochmal Ton. Probieren wir es hier mal. Erde! Ich war die ganze Zeit dann falsch. Erde. Erde, jawohl. Haben wir das alles erledigt. Erreiche einen neuen Level. Erreiche Level 3. Gut, das war hier auf Eigenschaften. Was ist eigentlich das Bauen, Herstellen, Karte? Karte. Boah. Also diesen kleinen Part hier haben wir ja auf jeden Fall schon erforscht. Was ist, hey? Hierhin. Eigenschaften. Charakter Level 2, nächster Level. Wir haben alles. Nein, wir brauchen noch viermal Sand. Aber kein Thema, da gehen wir mal kurz am Strand. Und dann ist das gut. Ich denke, Geschwindigkeit kommt auch noch im Lauf der Zeit. So, Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Und die Nummer 10. So, damit sollten wir den nächsten Level haben. Jo. Erhalte Level. Die folgende Aufgabe muss vollendet werden. Chuck, wir sind jetzt Charakter Level 3. Hauptschaden 1, Alternativschaden 1, Rüstung 4,4. Held erhält nur 96% des Schadens. Angenehme Temperatur, bla bla. Bewegungsgeschwindigkeit immer noch 3 Meter die Sekunde. Regeneration 0,24 und Ausdauerregeneration auch 0,24. Also auch das hier scheint alles ja nach oben zu gehen. Fürs Level 4, die folgenden Aufgaben muss vollendet werden. Baue einen Kohlemeiler und stelle Kohle her. Der erste Kampf. Baue einen Hochofen und stelle einen Eisenbahn her. Okay, wir müssen Kupfermünzen und Goldmünzen anscheinend herstellen. Na, oh, da bin ich ja schon gespannt. Also Q. Der erste Kampf. Stelle irgendeine Waffe her. Keule oder steinerner Streitkolben und erkunde die Welt. So, was nehmen wir? Keule, steinerner Streitkolben. Sammle Kupfermünzen und Goldmünzen. Der Streitkolben ist mächtiger als die Keule. Allerdings kannst du mit dem Streitkolben Angriffen nicht ausweichen. Okay, das ist wichtig auf jeden Fall. Münzen kann man durch das Töten von Goblins erhalten. Hinweis: Benutze die Hotkeys auf deiner Tastatur, um schnell die Waffen zu wechseln. Platziere dazu das gewünschte Objekt in einer der Schnellgriffszeilen und
in der linken unteren Bildschirmecke Hinweis. Um durch das Walddickicht zu kommen, schlage dir deinen Weg mit der Axt frei. Um im Gelände zu navigieren, benutze die Karte. Um die Karte zu öffnen, öffne das Charakterfenster. Bla. Okay, also Werkzeuge würde ich mir sagen, tue ich jetzt alle in den unteren Bereich. Weil Waffen sind dann doch etwas notwendiger herstellen. Dann gucken wir mal nicht auf Werkzeuge, sondern so Steinhammer oder steinerne Streitkolben. Ich glaube, ich baue mir den hier. Haben die eigentlich auch eine Haltbarkeit? Ist natürlich die Frage. Schaden 20, Angriffsgeschwindigkeit 0,63. Dann schauen wir noch, steinerner Streitkolben stelle ich ja jetzt her. Der Steinhammer wählen wir jetzt auch aus. Okay, man muss warten, bis die Herstellung abgeschlossen ist. Aber das macht ja nichts. Wir können ja schon mal loslegen und uns einen Weg hier durchkämpfen. Da wir ja hier das Lagerfeuer haben, würde ich jetzt mal einfach sagen, ich gehe hier, wenn das Norden ist, mal Richtung Norden. Halt, ich habe gesagt halten. Schlagen wir uns quasi hier einen Weg durch. Sammeln natürlich alles ein, was uns hier so in den Weg fällt. Ja, also es ist jetzt knapp 2 Jahre alt, dieses Spiel. Aber ich muss sagen, mir gefällt es echt gut. Es ist noch ein bisschen langsam. Das Ganze, aber stört mich eigentlich so gar nicht. Dauert halt. Ist halt nun mal das Game so, ne? Baum schlagen wir dann auch gleich mal. Wenn wir eh schon dabei sind, Holz können wir bestimmt brauchen. Und so, was man gesehen hat, zumindest bei dem Trailer, kann man hier so einiges fabrizieren an Gebäuden und Farmelementen. Ich bin auch gespannt, wie das Ganze weitergeht. Es ist auf jeden Fall auch faszinierend. Ich gehe jetzt mal in das Inventar, um eine Banane zu essen. Hallo? Du kannst nichts machen, oder was, wenn du im Menü bist? Komm, ess noch was. 18, 12, 7, 10... Ich würde sagen, ich hau jetzt erst einmal die Dinger raus, die nicht so viel geben. Mal schauen, was noch die Sonnenblumen von sich abwerfen. Was haben wir jetzt hier gesammelt? Ich habe jetzt wieder nicht aufgepasst, weil ich nicht auf Space gedrückt habe, sondern gleich auf Control. Sonnenblumen-Samen. Na, das ist doch hervorragend. Können wir uns wahrscheinlich dann schön was anzüchten. Was hau ich? Das da hau ich. Ah, da hinten sehe ich schon einen Goblin. So, ihr müsst aber auch noch fallen. So, jetzt gehen wir mal kurz ins Baumenü, denn die haben wir gemacht. Das war jetzt der steinerne Streitkolben, den wir uns jetzt hier auf die 1 packen. Und wir machen noch den Steinhammer. War das Steinhammer? Ja, Steinhammer stellen wir auch noch her. Gehen aber raus, dass wir hier uns noch ein bisschen voranwurschteln können. Oh, ein Chicken. Hallo Chicken. Hervorragend. Die Frage, ob die Baumstämme denn auch verschwinden oder ob die da stehen bleiben. Die schauen natürlich nicht so gut aus in der Gegend. So, ich sollte aber trotzdem noch mal ins Inventar und gucken, dass ich mich hier mal ein bisschen vollfülle. Ich weiß ja nicht, Ausdauer werde ich mit Sicherheit auch brauchen, wenn ich den Goblins gegenüber trete. So. Schauen wir noch schön, dass die Ausdauer ein bisschen höher steigt.
bevor wir uns hier weiterkämpfen. Es ist schade, dass ich nicht sagen kann, okay, ey, hier, ess 3, 4 Stück gleich auf einen Schlag. Bisschen schade. Aber ist halt so, ne? So, da hinten sieht man ja den Gobi. So, dann rüsten wir doch mal. Oh, das Spiel speichert. Dann haben wir jetzt den steinernen Streitkolben hergestellt. Moment, das war's nicht. C war's. Nimm alles. Schließen. Dann tun wir uns nämlich noch den Steinhammer. Nein. Warum kann ich den nicht ausrüsten? Ich will den hier drauflegen. Okay, keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Kann ich das so machen? Auch nicht. Egal. Wir haben jetzt die 1 ausgerüstet. Und wir geben uns mal zu diesem Goblin hier. Es schaut gefährlich aus hier. Was hat er fallen lassen? Kupfermünzen. So, jetzt schaue ich nochmal, ob ich mich hier rumschlängeln kann. Jo. Gesundheit ist natürlich auch dementsprechend. Kupfermünzen und Goldmünzen. Steinpilze kann man doch sammeln. Ist das ein Stein oder irgendwas? Nein. Was ist mit dir? Okay, du läufst weg. Da vorne ist noch ein Goblin. Jetzt gucke ich nur mal, wie ich meine Gesundheit wieder herstellen kann. Ah, der Täubling ist für die Gesundheit auch zuständig. Dann benutze ich doch mal da einen. Auch süß. So, hier haue ich auch die Hucke voll. Ich denke, dass man mit den zunehmenden Levels auch ein bisschen mehr Schaden machen kann. So, wo ist noch einer? Ha? Da ist ein Wildschwein! Uah. Oh ey, das Wildschwein macht mehr Schaden wie die Goblins. Fangzahn, Fleisch. Nicht schlecht. So, gleich mal ins Inventar hier. Lass mal unsere Gesundheit wieder auffüllen. Komm, mach hinne. Vor allem, ich sehe auch nichts. Hilft es denn eigentlich, wenn ich am Feuer stehe, ob das mich zusätzlich heilt? Wäre auch so eine interessante Sache, ne? So, ich muss auf jeden Fall... Ach, die stellen Gesundheit her. Die Erdbeeren. Ich dachte, die stellen auch Ausdauer her. Dann schnappe ich mir mal da vorne noch die Pilze. So. Weil die stellen ein kleines bisschen mehr her. Mit Rechtsklick ist tatsächlich einfacher, wenn ich nämlich Rechtsklick mache. Dann habe ich gleich nur eine. So, aber wir wollen ja noch die anderen Gobbies finden, dass wir genügend von den Münzen haben. Der erste Kampf, Kupfermünzen, Goldmünzen, also Goldmünzen. Oh, Kaffee. Ich stehe auf Kaffee. Hallo Kaffee. Oh, können wir das vielleicht anpflanzen? Ich habe meine eigene Kaffeefarm. Meine eigene Kaffeefarm. Dann bin ich nie mehr arm dran. I explore the world. Also Fuchs. Fernkampfwaffen wären natürlich auch nicht schlecht, ne? Pantherpilze. Au! Geh weg, du Fuchs, du. Oder was bist du, Wolf? Pantherpilze. Wo bist du jetzt hin? Nee, du warst es nicht. Inventar noch gehen.
Ach so, wenn ich ins Inventar gehe, dann kann ich gar nichts nutzen. Das heißt, dann bin ich hilflos ausgeliefert. Na, es wird ja schon wieder Tag. So, ein letztes Mal. Schade, dass die das weiter jetzt gesucht haben. Da vorne sind nochmal keine Ahnung was für Goblins. Aber es sind auf jeden Fall welche, die dran glauben müssen. Zack. Na, jetzt zu dritt hier, ja? Tja, und da ist es passiert. Die Aufnahme ist mal wieder abgestürzt. Keine Ahnung, woran das liegt. Gerade mal 3 oder 4 Minuten, bevor ich jetzt zu Ende gemacht habe. Ich bin nämlich auch noch einmal gestorben. Sieht man jetzt leider im Video nicht. Ich hoffe, beim nächsten Mal klappt's und ich kann den Part komplett beenden. Vom Hallo bis zum Tschüss. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.